Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wutz packt aus. Ein hübsches Paket aus Dorsten haben wir bekommen. Amazon hat uns beliefert. Was drin ist, das seht ihr natürlich auch schon im Titel. Ich habe mal hier meine schöne Machete wieder rausgeholt. Die haben wir ja lange nicht benutzt. Das letzte Mal bei den CPU-Unboxings. Einmal durch. Zack, und dann haben wir schon was Schönes. Wir lesen schon, was drin ist. Und das ist wunderschön. Papier. Hättet ihr das erwartet? Nein, das hättet ihr natürlich nicht erwartet. Denn wir haben das gute, alte Rode Videomic im Sortiment. Ja genau, Bigfoots nimmt hier gerade in diesem Lauf das letzte Mal mit einem normalen Mikrofon ein Unboxing auf. Denn dieses Mikrofon ist speziell für Videokameras bzw. digitale Spiegelreflexkameras ausgerichtet. Was haben wir vorne auf dem Paket? Wir haben, kann ich rauszoomen? Na, rauszoomen. Da hinten sehen wir ein bisschen Obst im Hintergrund. Obst ist immer gut. Wir haben auf der Frontseite stehen Videomic, Rode Microphones, einen goldenen Punkt, Recode oder Recode. Und die Website www.rodemic.com, eine dänische Firma, glaube ich. So, was haben wir drin? Highpass Filter mit 80 Hertz gestaffelt. 10 Jahre Garantie bekommen wir von Rode. Rode. Over 100 Hours Battery Life. Oh, that's nice. Habe ich Batterien? Oh mein Gott, ich glaube noch nicht. Ich glaube, testen fällt nochmal weg. Pad. Pad heißt, wir können es zwischen minus 10 und minus 20 Dezibel runterschrauben, um die Geräusche rauszufiltern, das Rauschen zu unterdrücken. Und wir haben einen Integrated Recode Lyre Suspension. Aha, genau. Hinten haben wir draufstehen, everything you need for clean, clear audio featuring tight pickup area that focuses on your subject and reduces all the surrounding noise. The Rode VideoMic is designed for simplicity of operation, so you don't need to be an expert to get professional results. Das klingt doch wunderschön. Und haben wir dann nochmal die Spezifikation und auf der Seite ein wunderschönes Bild, was sich für uns ergibt. So, ja, wie machen wir es? Wir gehen auf jeden Fall so vor, dass wir das Ganze hier und jetzt auspacken werden, beziehungsweise ich werde das ganz kurz alleine auspacken, draufschrauben und dann nochmal einen Soundtest machen. Also bis gleich, wenn ich Batterien habe. So, und da sind wir wieder zurück auf der anderen Seite der Kamera. Ich habe jetzt ein paar Testaufnahmen gemacht. Es ist irgendwie nicht ganz so schön. Zumindest hört es sich auf der Kamera nicht so schön an. Ich werde es auf jeden Fall gleich erstmal am PC bearbeiten. Nachdem ich mit Schrecken feststellen musste, dass im Lieferumfang keine Batterie dabei ist, habe ich mir diese 9 Volt Batterie vom Kaufland besorgt. Von Warta 9,99 € war die günstigste. 100 Stunden Spielzeit verspricht der Hersteller nun mit einer Batterieladung. Ich hoffe, das klappt auch soweit. Zusätzlich habe ich dann in der Bedienungsanleitung erfahren, dass ich das Ganze nicht auf meine Kamera bauen kann. Ich habe eine Sony Alpha Spiegelreflexkamera, die hat aber einen ganz anderen Blitzschuhadapter als dieses Rode Mikrofon. Können wir mal kurz zeigen, wie das Ganze da so aussieht. Meine Sony Cam, die hat ein bisschen eine andere, ein bisschen einen anderen Anschluss, der Adapter auch nochmal 10 €. So kommen wir umgerechnet auf 100 €. Da ist ja schon mal der erste Wehmutstropfen. Kein Problem in dieser Hinsicht. Ja, bis jetzt die Soundqualität hat mich noch nicht überzeugt. Ich probiere es gerade noch mal ein bisschen von weiter weg. Ich hoffe, das klappt soweit. Ansonsten komme ich wohl nicht drum herum, das gute Stück zurückzuschicken. Vielleicht ist es einfach nicht dafür gemacht. Ansonsten, es ist hochwertig verarbeitet, es sieht schick aus, aber ein abschließendes Review möchte ich noch nicht geben, kein Fazit ziehen. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Vielleicht poste ich noch mal ein ausführliches Video ja, mit einem schönen Review und einem richtig guten Audiotest. Vielleicht nicht in Kombination mit meiner Sony Alpha. Vielleicht funktioniert das Ganze nicht.
mit dieser Sony Cam. Ich hoffe aber, weil eigentlich fand ich es eine schöne Sache, ein externes Mikrofon zu haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Unboxing wieder dabei, wenn es wieder heißt, Wutz, packt aus. So, das Mikrofon ist an. Wir wollen nochmal einen kurzen Testlauf starten, wie das Mikrofon letzten Endes so auf mich wirkt. Ich habe mir gerade meine Testaufnahme auf dem Video angeschaut. Ich finde es sogar ganz praktisch, dass dieses Mikrofon auch mobil nutzbar ist. Das heißt, abseits der Kamera, abseits des Bildschirms. Ich habe ja auch momentan noch keine anderen Optionen. So an sich gefällt mir die Aufnahmequalität wirklich gut. Es ist definitiv hundertprozentig besser als das interne Mikrofon der Kamera, das ist definitiv keine Frage, und auch so macht es auf mich einen guten Eindruck. Ein Rauschen hört man so leicht im Hintergrund, so ein hissendes Geräusch, aber alles in allem wirklich qualitativ hochwertiges Mikrofon, vor allem für diesen Hobby-YouTube-Bereich top geeignet. Natürlich macht man mit einer Spiegelreflexkamera jetzt auch keine Profifilme, und von einem 80-Euro-Mikrofon erwartet man nicht die Welt. Es erfüllt definitiv seine Zwecke, und es hat ja auch weltweit, ist ja seit 2005 raus, weltweit Top-Bewertungen bekommen. Und auch von mir gibt es da definitiv 4 Sterne, 4 leider keine 5, also 4 von 5 Punkten, weil eben keine Batterie dabei war und der Adapter für den Blitzschuh mir gefehlt hat. Aber ansonsten werde ich es definitiv nicht zurückschicken, wie ich es am Anfang des Videos angedeutet habe. Ich werde es definitiv behalten, habe mir den Adapter jetzt auch bestellt für 13,99 auf Amazon, und sobald das dann auch auf meiner Kamera befestigt ist, das Mikrofon, werde ich da auf jeden Fall dann auch öfter mit aufnehmen, Unboxings, vielleicht auch mal irgendwie kleine Filme drehen oder so, wenn wir da irgendwie, ich und der Rumpelum, kreativ aktiv sind. Das wollen wir natürlich auch mal ausprobieren, so jede Sparte mal ein bisschen abklopfen. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Hier frisch in der Küche sitzt der Wutz und genießt den Abend und lässt ihn jetzt ein wenig ausspannen. Macht's gut, und nicht vergessen, immer ein Däumchen hoch für meine Wenigkeit und für den Rumpelumpf.